Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filofax Dekorationsvideo von mir. Ja, ich wollte euch als erstes erstmal die Woche hier zeigen, weil die habt ihr auch noch nicht in voll gesehen. Ja, es hat sich so einiges gefüllt. Es war ja relativ minimalistisch für beide Verhältnisse sonst. Ja, hier habe ich einige Sachen eingetragen und somit hat sich das Ganze so ein bisschen gefüllt und ja. Hat mir wirklich ganz gut gefallen im Endeffekt die Woche. Dann seht ihr ja hier meine Woche, die mir die liebe Ulrike, aka die liebe Philolove unterstrich, dekoriert hat. Wir hatten ja beim letzten Mal, also die letzte Wochendeko war sozusagen ja ein Tausch. Und ich habe ihre Woche dekoriert und sie meine. Und das hier kam so dabei raus, falls ihr ihr Video immer noch nicht gesehen habt. Schande über euch. Ich verlinke es euch nochmal unten in der Infobox. Ist auf jeden Fall ziemlich cool gewesen, das mal so zu sehen nochmal und zu hören, was sie sich so bei jeder einzelnen Sache irgendwie dabei gedacht hat. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Und ja, es hat sich auch noch von mir dann noch so einiges gefüllt. Ja, so einige Aufgaben und andere Sachen. ja, dann würden wir auch schon weitermachen mit der nächsten Woche. Und ja, das ist meine Geburtstagswoche, denn ich habe am Freitag, am 29. April, Geburtstag. Und ja, habe ich mir ein paar Sachen zurechtgelegt, die ich gerne verwenden wollen würde. Ich habe noch irgendwie überhaupt keinen Plan, wie ich das alles arrangieren werde, aber ja, das werden wir dann sehen. Ich habe mir auch für den Freitag dann Urlaub genommen, weil ich finde es irgendwie immer so blöd, an seinem eigenen Geburtstag arbeiten zu müssen. Ich finde, jeder sollte frei haben zu seinem Geburtstag. Ja, auf jeden Fall, womit lege ich jetzt los? Ich habe hier ein Sample von der lieben Ellen, aka My Pretty Cloud, von diesem MT-Tape mit dieser Wimpelkette. Und das finde ich ziemlich cool eigentlich und würde das, glaube ich, gern hier zu diesen zu dieser This Week-Sektion machen. Passt das vielleicht? Ja, das passt ganz knapp nicht. So, jetzt muss ich auch gucken, dass es gerade ist. Es tut mir leid, falls mein Kopf irgendwie im Weg ist. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja, was kann ich euch denn jetzt so erzählen? Das größte Ding, was mich gestern beschäftigt hat, ist, dass wir unser Arbeitszimmer umgestellt haben und ich meine, ja, meinen Arbeitsbereich umgestalten konnte. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich habe jetzt sozusagen eine Arbeitsecke und eine Bastel-Mal-Ecke. ist auf jeden Fall ziemlich cool, die Trennung, weil irgendwie, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, mir ging es ja immer so, dass ich nie nach der Arbeit Lust hatte, mich nochmal an den Schreibtisch zu setzen und was anderes dann noch zu machen, sei es malen oder Hobonichi-Zeug oder allgemein irgendwelches Filofax-Zeug und ich glaube, mit dieser Aufteilung gefällt mir das ganz gut. Und sobald ich mein riesen Expeditregal auch mal aufgeräumt habe, könnte ich auch endlich mal eine Schreibtischtour drehen. Das wird ja ziemlich oft verlangt. das könnte ich dann endlich mal machen. Ich bin mit meinem Arbeitsbereich jetzt soweit zufrieden. Das gefällt mir wirklich sehr gut, wenn ich jetzt so mal nach rechts schaue. Und ja, meine Bastelecke muss ich noch ein bisschen entrümpeln. Das ist jetzt noch ein bisschen chaotisch hier, aber naja. Ja, auf jeden Fall das Sprinkle Tape, das würde ich auch gerne mal für meinen Geburtstag endlich mal verwenden. Ich habe es mir so lange aufgespart. Und ja, also am Freitag habe ich Geburtstag. So, wo könnte ich das denn jetzt aufkleben? Vielleicht mache ich das einmal hier so, als Einleitung sozusagen. Und einmal, hier kommt wieder mein komisches Gleichgewichtsgedöns. so, wo könnte ich das denn noch machen? Entweder hier oder hier. Ich glaube, ich fände es hier sogar ein bisschen besser.
Ja, auf jeden Fall bin ich hier jetzt in der Umgestaltungsphase und es macht mich so glücklich, diesen Raum jetzt zu betreten, weil ich sitze jetzt auch, also hier mein Filmplatz sozusagen ist jetzt auch direkt am Fenster, sodass ich auch mal Tageslicht hier abkriege und nicht immer ins Wohnzimmer gehen muss zum Filmen. Und ja, das finde ich sehr, sehr gut. Freue ich mich richtig drauf. Ich bin heute aufgewacht und habe mich richtig gefreut, ins Arbeitszimmer gehen zu können. Normalerweise ist das am Sonntag immer so ein, ich will ihn nicht betreten, Raum, weil morgen muss ich wieder arbeiten und das ist dann immer so blöd, wenn man von zu Hause aus arbeitet. So, was habe ich denn hier noch? An meinem Geburtstag selbst, ich weiß noch nicht, was ich da machen werde. Ich werde auf jeden Fall vormittags, mittags zu meinen Eltern fahren. Die werden bestimmt irgendwas Leckeres kochen und mein Vater wird hundertprozentig, zumindest hoffe ich das und gehe stark davon aus, meinen allerliebsten Geburtstagskuchen backen für mich. Und ja, das würde mich sehr freuen. Ich habe noch diese Dreiecke von Paper Poetry, die würde ich ziemlich gern verwenden wollen und ich überlege gerade, ob das vielleicht dann nicht schon ein bisschen zu bunt ist, wenn ich hiervon auch noch diese bunte Variante nehme, weil die Wimpel sind auch schon ziemlich bunt und vielleicht sollte ich dann lieber die hier nehmen. Ich bin mir gerade ein bisschen nicht sicher. Ja, vielleicht doch, weil ich habe mir auch dieses Sprinkle Tape hier von Paper Poetry rausgesucht und das ist ja auch Gold und das passt dann vielleicht irgendwie ein bisschen besser. Jetzt überlege ich gerade, weil die hier unten sind ja auch ganz schön cool. Oh, das ist jetzt hart. Das ist jetzt hart. So, endlich kann ich die mal verwenden. Die habe ich mal extra so für Geburtstagsgedöns gekauft und irgendwie, naja, ist es bisher nicht zum Einsatz gekommen. Also die finde ich irgendwie ganz schön cool, diese Wimpel. Aber die finde ich auch ganz schön cool. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Ich finde. Aber hier oben sind ja auch schon Dreiecke. Deswegen werde ich, glaube ich, doch mal das hier nehmen. Okay, ich hoffe, das klappt jetzt so auf Anhieb direkt. So, kann man jetzt Gold und Silber mischen? Ich mache es jetzt einfach mal, weil hier sieht es ja gerade auch nicht so blöd aus. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier auch nicht blöd aussehen wird. Ja, auf jeden Fall hat mich gestern schon ein Geburtstagsbrief erreicht und ich bin ein wenig überrascht und habe mich ziemlich gefreut. Ja, hier läuft ein Kater lang. Hallo Karl. Irgendwie hätte das vielleicht mehr geschwungen sein müssen. Aber die Dinger hier kriegt man ja eigentlich ganz gut ab, weil die eh nicht so gut kleben. So, also ich glaube, ich klebe das mal auf und dann hören wir uns gleich nochmal wieder, weil ich glaube, das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Okay, ja, eigentlich wollte ich jetzt noch irgendwie was aus diesem Tape hier hinkleben für so als Kuchenessen-Gedöns. Aber irgendwie, ich glaube, das passt hier nicht mehr rein, oder? Wenn ich direkt das hier nehme. Ich glaube, das würde ein bisschen zu gequetscht aussehen. Mann. Ich hatte ja schon die ganze Zeit so ein bisschen Bammel vor meiner Geburtstagswoche, weil wenn sie mir nicht gefällt, das wäre dann ja ein bisschen blöd. ja. Ah, sieht irgendwie ein bisschen blöd aus. Also ich habe es jetzt mal hier hingeklebt. Irgendwie war es mir da oben doch ein bisschen zu voll. Und jetzt überlege ich gerade, vielleicht kann ich diesen Teekessel noch hier irgendwie unterbringen, weil dann kommt das Motiv wenigstens so zweimal vor. Und dann wäre das besser, als wenn es nur einmal vorkommt.
Wenn das jetzt hier unten ist, muss ich das ja jetzt hier oben hin machen. So, dann hat es zwar ein Loch, aber naja. So vielleicht irgendwie. Naja. Dann. Oh Mann, das ist so schwierig irgendwie. Nicht so recht, was ich tun soll. Hier ist jetzt eine kleine Katze. Hallo Rosi, wie geht es dir? Ganz schön interessant, was hier abgeht. Na komm, du nimmst ganz viel Licht weg, Rosi. Okay, vielleicht kann ich das hier noch irgendwie verteilen. So hier unten vielleicht. Seht ihr das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Ich bin jetzt hier unten. Und vielleicht ja noch so ein bisschen hier oder so. Damit auf der Seite auch mal ein bisschen Gold ist. Nein, Rosi. Ach, sie liebt Washi-Tape-Überreste. Will sie immer fressen. Aber das ist nicht gut für kleine Kätzchen. Ja, brauchst mich gar nicht so anzugucken. Ja. Crazy Cat Lady incoming. So, okay. Dann, was habe ich hier noch? Als Kontrast habe ich mir noch das Tape hier mitgenommen, damit ich mal ein bisschen was Schwarzes hier noch dabei habe, weil hier ja ein bisschen Schwarz dabei ist. So, und jetzt überlege ich. Grün und Blau passt hier irgendwie nicht so wirklich rein, obwohl es da oben auch vorkommt, aber irgendwie. Ich schneide mir mal die beiden Girls hier ab. So. Passt das? Irgendwie nicht so wirklich. Alles ist so pastelli und dann kommt das. Wawawum. naja. Vielleicht ja. Ja, irgendwie passt das alles nicht so wirklich. Das ist auch nicht, was hier los ist. Das deutsche Vita-Mädchen und sie passen nicht. Nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich mach das mal wieder weg. Schade. Vielleicht sind hier ja welche drauf, die passen. Irgendwie so vielleicht. Oder die beiden. Die beiden sind doch ganz okay. So. Vielleicht hier unten noch diese Türkisen hin, dann ist gut. So, was wäre eine Woche, eine Geburtstagswoche ohne das deutsche Vita-Mädchen? Ich habe gar nicht geguckt, ob ich vielleicht passende habe in groß. Vielleicht sollte ich das mal machen. So, also ich habe jetzt mal geschaut und es gibt einfach kein passendes Mädchen irgendwie. Ich habe jetzt mal geschaut. Ich habe noch diese beiden Samples hier, ebenfalls von der lieben Ellen, von diesen Hobonichi Stationery
Washis, die habe ich auch selbst ewig dann noch gesucht. Ich habe sie dann in irgendeinem Shop gefunden als Pre-Order und oh, ich kann es kaum erwarten. Da sind einfach so viele schöne Motive drauf. Und irgendwie nicht ganz so kitschig, so ein bisschen so ein Zwischending zwischen realistisch und so ein bisschen illustrativ. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und hier habe ich jetzt so einen rosanen Planer ausgeschnitten. Und dachte, ich klebe ihn einfach mal hier mit drauf. Und so einen Füller, der hat mich ein bisschen an meinen Kakuno-Füller erinnert. Mit der lilanen Kappe. Ach, das ist sogar einer, weil der hat auch so ein lächelndes Gesicht. Wo ist denn meiner? Hier. Der hat nämlich auch sowas. Also, das ist auf jeden Fall einer. Der hat hier bei der, ich weiß überhaupt nicht, also wahrscheinlich kann man es nicht erkennen, aber der hat hier so ein kleines Gesicht hier oben. Der zwinkert einem zu, sozusagen. Ist eigentlich echt ganz niedlich. Ja, und ich habe ihn eben in Fliederfarben und hier ist die Kappe so rosa. Und ich dachte, das ist ziemlich cool. So. Okay. Ja, auf jeden Fall freue ich mich riesig auf diese beiden Tapes. Allgemein habe ich mir jetzt so einiges gekauft, was jetzt in nächster Zeit ankommen wird oder schon angekommen ist bei mir. Und ich glaube, sobald alles da ist, worauf ich jetzt noch warte, werde ich mal so ein Neuzugänge-Video machen. Weil ich glaube, das würde einige interessieren, beziehungsweise da sind auch einige Tipps dabei, sag ich mal, oder so Sachen, die ganz cool sind. ja, vielleicht wäre das mal eine ganz nette Idee. So, und dann hier schreibe ich einfach Wochendeko. So, ja, und da ich noch nicht so ganz weiß, was ich an meinem Geburtstag dann unternehmen werde. Wahrscheinlich werde ich einfach ein paar Freunde einladen und werden irgendwas machen. Keine Ahnung. Nichts Spannendes auf jeden Fall. Ich habe nämlich schon seit einigen Jahren nicht so richtig Lust, meinen Geburtstag so zu feiern, so mit Weggehen später und ganz viel trinken und so. Irgendwie habe ich da die Lust verloren. Naja, ich werde ja auch schon 25, ist auch nicht mehr, ne? Ja, ich überlege jetzt, ob ich hier jetzt überhaupt noch irgendwas draufschreibe mit meinem Geburtstag oder so oder Happy Birthday to me, keine Ahnung, was man da so hinschreibt. Oder ob ich dann einfach hinschreibe, dass ich zu meinen Eltern fahre. Keine Ahnung. Oder dass ich mir Urlaub genommen habe. Keine Ahnung. Vielleicht. So, okay. Dann trage ich das einfach später ein, was ich machen werde. Ich glaube, ich bin jetzt soweit relativ zufrieden mit der Woche. Bin mal ein bisschen von meinem Stil abgewichen. So, jetzt fehlen mir natürlich noch die Löcher, die werde ich jetzt freimachen und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. So, okay, ich denke, das war es jetzt soweit zu meiner Geburtstagswoche. ja, ich bin jetzt, glaube ich, soweit relativ zufrieden damit. Ich muss mal selbst so ein bisschen anheben, um zu schauen, wie das so aussieht mit dem Geglitzer hier. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich hier was Neutraleres genommen habe und nicht noch diese anderen bunten Dreiecke. Weil sonst wäre das, glaube ich, alles ein bisschen zu bunt. Oder ich hätte das hier wegmachen müssen oder so. Aber ja, irgendwas musste weichen. Also es ist irgendwie ein bisschen anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Aber jetzt nicht schlimm irgendwie für mich, ne? Sondern ich bin relativ zufrieden. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, ansonsten wünsche ich euch schon mal einen wundervollen Start in die neue Woche und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin. Tschüss.